Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier aus der Premier League. Achter Spieltag und wir haben die Partie, wie wir sie schon sehen können, Crystal Palace gegen Leeds United. Und das ist ein Spiel, darauf können wir uns freuen. Beide Teams wollen offensiv spielen und vielleicht sehen wir es hier auch mit vielen Toren. Und die Gäste, der Aufsteiger aus Leeds, ist sowieso in überragender Form gefühlt irgendwie. Sie können jedenfalls mit der großen Mannschaft als Gegner mithalten. So, Crystal Palace spielt in einem 4-4-2 zu Hause und vorne natürlich mit Ayew und Wilfried Zaha. McCarthy und McArthur dahinter und Sako Kouaté in der Innenverteidigung. Auf der anderen Seite bei Leeds United haben wir ein 4-1-4-1. Mit Robin Koch in der Innenverteidigung, neben Cooper, davor Phillips, Mittelfeld Costa, Clich, Harris, Bamford, alleinige Spitze. Dann haben wir die 22 Akteure gesehen und dann würde ich auch mal sagen, starten wir die erste Halbzeit. Crystal Palace Stöße an, spielt von links nach rechts in den blau-roten Trikots. Leeds United komplett in weiß, von rechts nach links. Und da ist schon mal Zaha. Zaha wird aber geblockt und wird auch gleich gelegt zu einer vierten Spielminute und wir sehen, dass die Gäste aus Leeds angreift mit Bamford. Bamford, da ist in der Mitte, da ist das 1-0, Costa macht es mit dem Kopf, der sah gar nicht so schnell aus, so druckvoll, aber präzise, wie es aussieht. Gaita hat nämlich nichts mehr gemacht. Also außer ins Leere springen. Kam man nicht mehr dran. Hier können wir sehen, Flanke war optimal. Und dann war er, wie es aussieht, wie wir hier sehen können, platziert. Angebracht. So haben wir also das erste Tor gesehen und so kann es auch gerne weitergehen. Wir haben noch einiges vor hier in dieser Partie, denke ich mal. Beide Teams, wie gesagt, wollten ja auf jeden Fall nach vorne spielen. Eine hat es ja schon mal geschafft und jetzt springen wir in die 21. Minute und Leeds United gerade schon wieder an. Mit Hernandez. Hernandez in der Mitte. Auf Phillips. Hernandez. Bamford. Jetzt müssen wir nach vorne gehen. Hernandez, da ist Clich. Clich schießt, aber der war zu schlecht. Und trotzdem gilt es als Torschuss. War auch nicht abgefälscht von Sako, wie wir hier sehen können. Einfach nur über den Spann gerutscht. 26. Spielminute. Und die Heimmannschaft aus Palace, Crystal Palace hier, greift mal an. Rechte Seite, Townsend, Ward. Ward super auf Ayew. Und da ist Zaha. Und der macht das Tor. Der macht hier das 1-1. Aus dem Nix, würde ich sagen. Der Kapitän von Crystal Palace bringt also sein Team wieder zurück. Und das kann noch so wichtig werden. Nimmt er auch Volley. Hier super rübergespielt. Und dann wumm rein. Keine Chance für den Torwart von Leeds United. Da können wir es auch mal sehen, aus dieser Entfernung. Ja, was soll man da machen als Torwart? Deswegen. Einfach nur schön gemacht von der Offensive der Heimmannschaft und ihm hier vor allem, der am Ende dann das Tor vollendet oder diesen Angriff. Die Nachspielzeit der ersten Halbzeit ruft und wir sind schon in der 46. Minute. 3 Minuten gibt es obendrauf und das Spiel plätschert jetzt gerade so ein bisschen vor sich hin, wie wir hier auch wieder sehen können. Beide Teams wollen, denke ich mal, erstmal in die Pause gehen und gestärkt wieder rauskommen aus der Halbzeitpause. Da ist nochmal Leeds United, aber die spielen auch noch erstmal hinten rum und somit keine Gefahr erstmal. Oder da ist Dallas. Was macht er? Dallas schießt. Wird geblockt. Nochmal Dallas. Aber jetzt ist er endgültig geklärt. Ward hat den Ball. Und jetzt ist Halbzeit.
1:1 also hier der Halbzeitstand zwischen Crystal Palace und Leeds United. Er ist der einzige Torschütze auf der Heimseite. Und da sehen wir den. Für Costa und Leeds United ging es ja schon in der 5. Minute los. Da war ja schon das 1:0 gefallen. Die Statistiken der ersten 45 Minuten sehen so aus. Leeds United ist schon besser. Sie müssten hier eigentlich ja locker vielleicht sogar mit 2:1 führen. Haben es noch nicht geschafft, aber morgen sehen wir vielleicht ein richtiges Topspiel. 12 Uhr Dortmund gegen Bayern und danach 15 Uhr noch Chelsea gegen Sheffield United. Wir kümmern uns jetzt aber erstmal hier um die zweite Halbzeit zwischen Crystal Palace und Leeds United und sehen, dass Leeds United angeschossen hat. Sie spielt jetzt von links nach rechts die Mannschaft in weiß, ohne Wechsel auf beiden Seiten. Mal sehen, was da jetzt erstmal passieren kann. Spielminute 57 und wir sehen ersten Wechsel. Ayew geht runter, dafür kommt Batshuayi bei Crystal Palace. Auf der anderen Seite Harris und Costa runter und Rafinha und Povada, wenn ich es richtig gelesen habe, drauf. McCarthy auch noch runter bei der Heimmannschaft. Und der schussstarke und vor allem kopfballstarke Mittelfeldspieler kommt auf den Rasen. Bamford geht bei Leeds United auch noch runter und Rodrigo, der ja als Joker schon aufgefallen ist, kommt für ihn auf den Platz. Vielleicht soll es ja heute mit dem Joker auch wieder klappen. Aber erstmal 72. Spielminute Crystal Palace mit Zaha. MacArthur. Zaha, da ist Batshuayi. Batshuayi kann sich auch bei Crystal Palace die dauerhafte Leihgabe von Chelsea irgendwie nicht immer noch durchsetzen. MacArthur schießt und der ist nicht drin. Ich habe den schon wieder drin gesehen. Riesenmöglichkeit. Aber der passt gar nicht. Weil es so knapp am Torpfosten vorbeiging. Er kann es auch nicht. Wie heißt er nochmal? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich auch wieder. Auf der anderen Seite, 79. Minute. Der Joker vielleicht. Rodrigo dribbelt. Rodrigo schießt. Aber auch am Torpfosten vorbei. Am Eck sogar schon fast, weil so hoch ging, ja, am Eck. Ein halber Meter hat gefehlt und Schlupp geht runter bei der Heimmannschaft. Letzter Wechsel und in der 93. Spielminute, also jetzt die letzten Sekunden dieser Partie. 5 Minuten Nachspielzeit gibt es und Leeds United greift nochmal an mit Rodrigo. Bleibt aber hängen an Sakko. MacArthur. Da ist Phillips, Klich. Nochmal rüber auf Eiling, Poveda, Rodrigo. Er ist aber ziemlich eng da. Klich, der bleibt auch wieder hängen. Und jetzt müsste es eigentlich gewesen sein. So ist es. 1:1 endet diese Partie hier, die in der ersten Halbzeit so stark war. In der zweiten Halbzeit haben vielleicht auch irgendwann einfach die Kräfte aufgehört und die Einwechslungen haben vielleicht auch geschadet. Ja, kann man schlecht sagen. Auf jeden Fall unentschieden hier. Das sind die Torschützen und wir gucken uns die Statistiken der 90 Minuten an und sehen, dass immer noch Leeds United eigentlich hier von den Torschützen allein schon hätte gewinnen müssen. 5:2 nämlich, Ballbesitz auch mehr. Also Crystal Palace hätte sich über die Niederlage nicht beschweren dürfen. Das war die Preview hier von dieser Partie. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen, Kanal abonnieren noch, wenn ihr neu seid. Das würde mich freuen und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Vielleicht morgen ja schon um 12 Uhr zu Dortmund gegen Bayern. Ich würde es euch empfehlen. Und dann sehen wir uns da vielleicht bis dahin, sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.